TV Straßensound. Da bist du morgens aufgestanden, wusstest nicht mehr, in welcher Stadt du bist. So, wo bin ich jetzt eigentlich und so. Ich kann vielleicht bessere Fat Cap Tags machen. Und Farbbomben auf S-Bahn schmeißen. Farbbomben. Zwei Abteile verwüstet mit einer Bombe. Dann haben wir ein Interview kommen, die Rechnung. Auch über die geparkten Autos hüpfst du rum, nein, Hilfe. Das war so witzig, was du da hin. Es gab eine Hausdurchsuchung, die gab es wirklich, die war bei Orgi, bei Bushido, bei Arzt und bei mir. Ja, die Sekte, Sido, B-Tide, Savage, ja, es waren alle halt irgendwie da und wer hätte das gedacht? Einfach mal die Szene richtig ficken. Alko, Popper, Strobo, Popper, Arzen sind viel, viel bekloppter. Flacker, Flacker, Arzen, macht euch locker, locker, locker. Blitze in der Disco, viele schwitzen, ist so oben ohne. Ich kenne die Dame nackt, die sagte, zack, die Bohne. Party machen, nicht abkacken, weiter lachen, schnell aufwachen, weiter zappeln, weiter zappeln. Lasst uns heute den Club abfackeln. Jojojo, ist Boogie Datsun Keeper mit meinem Oldschool-Homie Money Mark. Money Mark bei TV Straßensound. Money Mark, erst so lange, dass es geklappt hat. Ja. Du gibst wenig Interviews. Ja, das ist mein erstes Solo-Interview. Auf jeden Fall. Und wenn, dann mit Boogie auf jeden Fall. Erstes Solo-Interview und dann mit Boogie. Eigentlich wollte ich gar keine Hip-Hop-Interviews mehr machen. Machen überhaupt generell jetzt. Aber ist egal, alles cool. Ja, geil. Ich freue mich. Cool. Erstmal vielen Dank, Bro. Ey, wie lange kennen wir uns, Bruder? 30 Jahre nicht, das wäre übertrieben. 25 Jahre. Ja, so 20 Jahre auf jeden Fall. Ja, so plus minus und so. Auf jeden. Jetzt bin ich, werde 38, kenne ich eigentlich 16, bin über 22 Jahre. Ja, auf jeden Fall. Stimmt, krass. Ich werde auch jetzt 25, das kann denn kommen, ja. Also Money Mark hat wie ich eine lange Geschichte, auch eine Rap-Hip-Hop-Geschichte oder Großstadt-Berlin-Geschichte hinter sich. Wir waren früher in der Sprüher-Crew Burn Crime, was später eine Rap-Gruppe dann wurde. Aber ja, das wird wieder in den Rahmen sprengen jetzt. Es ist so viel passiert, Manni. Viele kennen dich ja auch nur von den Arzenhits. Die kennen gar nicht den ganzen Untergrundalben. Wir haben viel verbracht. Ich erinnere mich immer noch an den Keller, wo du gewohnt hast. Du hast uns alle mal aufgenommen. Wir haben alle da gewesen. Ich habe da viel aufgenommen. Jeden Tag produziert, rumgecruised abends in den Clubs. Was hast du für Erinnerungen, wenn ich dir einfach das Wort so mal 90er Jahre gegen den Kopf knalle? Hast du da irgendwas, was gleich so rausblitzt? Was 90er Jahre einfach. Alter, das ist ganz viel. Also Bassbox ist da entstanden, Berlin Crime ist entstanden. Damals haben wir viel, viel Randale gemacht. Da können die Leute auch mal bei YouTube googeln oder so. Da waren ja auch echt alle dabei gewesen. Also Straßenschlachten. Ja, da alles dabei. Alles. Da war alles dabei. AAK, alles außer Kinderpornos, Freunde. Ja, da war wirklich alles dabei. Es hat auch mega Spaß gemacht. Die Zeit werde ich niemals vergessen. Also allein, ich habe eine Story im Kopf, da musste ich vorhin echt lachen und so. Ich wollte das jetzt nicht verschießen schon. Das erzähle ich dir nachher, was wir zum Beispiel erlebt haben, so Kleinigkeiten. Es war geil, ja. Auf jeden Fall ist da BC entstanden, Bassbox zum Beispiel. Und wir haben eine ganze Menge erlebt, also in der Zeit und so. Und wir sind ja alle zu richtig guten Freunden geworden und jeder ist dann irgendwie, wir haben ja jetzt auch vor kurzem mit Isa diesen Bassbox-Clique-Track gemacht, den ich sehr, sehr krass feier und so und da hat Isa wirklich was richtig Geiles gemacht, weil der Track ist geil, alle haben sich irgendwie wieder getroffen und wir haben wieder Nummern ausgetauscht, weil man hat sich auch ein bisschen was in den Augen verloren, jeder ist irgendwie seinen Weg gegangen, jahrelang und ja. Aber voll erweitert, jeder ist irgendwo voll in Extrem gegangen. Alle Arzen eigentlich, mit denen wir früher waren, sind auf ihre Art extrem geworden. Ein Extremismus auf jeder Art. Ja, absolut. Also alle auch irgendwie Trendsetter gewesen da bei Bassbox. Das klingt immer sehr nostalgisch oder sehr größenwahnsinnig, aber das hat viel geprägt auch. Ja, und ja. Also genau, wir waren ja damals auch im Jimmys Café im Royal Bunker, wo ja auch, die Story wurde ja auch schon 100 Mal erzählt und so, aber wir waren ja auch da, ne? Genau, mit wem waren Savage, Taklos, Savage, die Sekte? Ja, die Sekte, Sido, B-Tide, Savage, ja, es waren alle halt irgendwie da und wer hätte das gedacht, dass sich das irgendwann mal so weit entwickelt und so, dass man dann irgendwie, weißt du, ich habe ja damals weder gerappt noch sonst irgendwas. Ich habe irgendwie völlig schlecht aufgelegt. Und du warst auch ein sehr guter Sprüher.
Das habe ich noch im Kopf. Ja, also du konntest besser sprühen als ich jetzt. Kann man wieder sagen, ob das so gut ist? Nee, das stimmt nicht ganz. Also ja, also jeder hat irgendwie seine Qualitäten auch im Sprühen. Also du kannst auf jeden Fall, glaube ich, bessere Character und Wildstyles kannst du besser. Also den Fatcap-Tag, Baby. Ich kann vielleicht bessere Fatcap-Tags machen. Und Farbbomben auf S-Bahn schmeißen. Zwei Abteile verwüsten mit einer Bombe. Hat auch noch ein Interview kommen, die Rechnung. Ja, nein. Alles Rap ist fake, ist alles Lügen. Nee, ist alles Fantasie. Ist alles fake, was Ice-T sagen würde, haben wir vorhin auch gequatscht. Nee. Der erste Release war. Oh, war ja. Das war ein Tape. Das war das. Helf mir bitte. Das war damals in meinem Keller, wo ich 7 Jahre lang gewohnt habe. Das ist übrigens ein absoluter Klassiker. Könnt ihr. Das ist, glaube ich, das hängengebliebenste MTV Cribs, was es jemals gab mit Joko. Unfassbar. Shaves Keller, es war unfassbar. Ey, es war ganz schlimm. Es war kein Sonnenlicht da, es waren keine Fenster da. Es war ein bisschen so eine Mischung aus Isolationshaft und Artemis. Es war alles da, aber irgendwie war es komisch, weil kein Sonnenlicht da war. Und wir Cracken waren da manchmal tagelang. Ja. Und du hast ja da gewohnt. Das tut mir übrigens voll leid. Gott sei Dank gab es keine Folgeschäden, wa? Ja, aber wie das durchgegangen ist. Dann kam der eine vom Fernsehen da mal rein, wa? Genau. Da gibt es dieses MTV Cribs, das gibt es im Internet, das zweimal wurde es irgendwie hochgeladen, das könnt ihr ja mal bei YouTube gucken, MTV Cribs Money Mark, das war wirklich so gewesen, also so haben wir da gehaust, das war noch ein bisschen so zum Ende, vorher hatte ich da noch ein richtiges Studio, irgendwie provisorisch Home-Studio-mäßig alles hergerichtet und da sind echt viele Alben entstanden, auch von dir, glaube ich, 2 oder 3 Gangster Alben. Gangster Boogie Mixtape ist entstanden. Ich glaube, Arzenkeeper ist bei Ismail und bei euch zur Hälfte gemacht worden. Ihr habt mich da immer unterstützt. Also ich muss echt sagen, du und Arzt habt mir immer die Türen aufgehalten. An der Stelle vielen Dank. War ja immer, wir haben Brüder, Freunde, aber das war auch immer so. Die andere. Du weißt ja ganz genau, wie es ist, weißt du. Das ist, da brauchst du niemals Danke sagen. Oder Berlin Crime Style. Ja, eben, Berlin Crime Style. Da ist man, da, wie gesagt, für Freunde, so, das ist, tut einem nicht weh, weißt du, ist alles cool. So, das ist alles. Macht super. Auch verdammt Spaß, ohne so Druck zu arbeiten, einfach dann auf, wie lustig das immer war auch. Ich meine, ey, da sind so viele Sachen irgendwie, ich habe alles vergessen und irgendwie kann ich mir alles noch erinnern. Das ist verrückt. Man braucht immer so einen kleinen Anstoß und dann weiß man sofort Bescheid, so, weißt du, so einmal nur so ein Ding und so und dann weißt du sofort, ja, stimmt und so, aber man kann sich irgendwie jetzt auf den Punkt nicht sofort dran erinnern. Ich habe immer nur Angst, ob die anderen auch so ehrlich mit ihrer Vergangenheit umgehen und da liegt da irgendwie Familienfäden anziehe. Ja, der Punkt, da waren wir, so ein Puff und so, der war schon längst verheiratet. Da muss man immer aufpassen, glaube ich. Deswegen, da kann man ja. genauso antworten, wie ich gerade gemacht habe. Ja. Dann ging es irgendwann los. Dann sind alle so ein bisschen, weißt du noch, so Anfang dieses Jahrtausends sind dann alle so ein bisschen auf ihren Solo-Film gekommen. Du dann auch, du warst parallel beides, war? Du hast deine Raps gemacht, deine Rap-Tapes und auch gleichzeitig deine Mixtapes, habe ich auf dem Schirm. Das lief parallel, oder? Also, ich habe ein Mixtape mal gemacht. Zwei, oder? Nee, mehr sogar. Also, ein Mixtape, das war 2000 kam das raus, auch auf Bassbox. Das ist so ein halbes Schummel-Mixtape, aber das gibt's auch ganz selten. Was ist ein Schummel-Mixtape? Da waren so fertige Mixes, da waren Mixe gemixt und halt dann noch was zusätzlich reingemacht und so. Also jetzt, wenn richtig krasse Mix-DJs das hören würden, würden die sagen so, was ist denn das für ein Bullshit und so. Der Wille zählt. Ja, der Wille zählt und es ist halt trotzdem ein cooles Tape geworden. Also das ist ganz cool, ist halt viel Ami-Mucke früher, also aus den 80ern, 90ern und so. Und dann habe ich halt mit Frauenarzt noch dieses Kings of My Berlin Bass gemacht und die Wixtapes-Reihe. Genau. Davon sind 2 rausgekommen. Eins hat noch Jayo irgendwie in petto. Das hat er noch irgendwie ganz krass eingebunkert. So. Und das erste Mal, weil du hast ja gefragt, wann ich angefangen habe zu rappen. Das ist eine gute Frage, weil das war auch bei mir damals im Keller gewesen. Und das ist irgendwie spontan entstanden auch so. Ich konnte das ja überhaupt nicht. Ich wusste überhaupt nicht. Also die Texte habe ich selber geschrieben, das hört man auch. Die waren schön. Also ich kann mir die Dinger gar nicht mehr anhören. Das ist schrecklich, ja. Es ist sehr unterhaltsam auf jeden Fall, aber es ist rapmäßig auf jeden Fall. Helge Schneider kann man jetzt nicht sagen, aber das ist schon so auf jeden Fall witzig. Egal. Auf jeden Fall war es unten im Keller und so. Und Frauenarzt und ich, wir sind ja auch schon Ewigkeiten befreundet, aus der Schulzeit noch.
Und ihr wart eigentlich auch immer ein Team, kann man sagen, wa? Ja. Dann kamen die in Berlin bleibt hart Mixtapes, das Mixtape genau, und Original. Es kam erst das Album und dann kam das Mixtape. War das dann schon, ihr wart Rap House, warst du auch, ne? Nee, Rap House war nur Sadi, Azi und Arz und Corny und so. Genau. Und dann war, war das schon Ghetto-Musik bei Berlin bleibt Untergrund, die beiden Teile, das Mixtape und das Originalalbum? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht. Ich glaube, ja, also ich glaube, für Bassbox, nee, Arz und nicht. Ich glaube nicht, Ghetto-Musik war das auch noch nicht. Das war eine Wo ich gehe fremd drauf war. Das war bei mir Platz 1 im Kameradenweg-Charts. auf den Lunespeed. Ich gehe fremd. Ja, auf jeden Fall. Von Sadi, ne? Nee, von Oder? Dir und Arzt. Von dir und Arzt. Auf dem Lunes Klo. Ich hab nur dich und Arzt auf dem Schirm. Fremdgehen. Ich gehe fremd, weil sich es lohnt. Ah, ja, das ist mal witzig. Da habe ich ein paar, zwei, drei gute Reime habe ich da irgendwie hinbekommen. Das war ganz witzig und so, ja, auf jeden. Vielleicht noch Reimbo, aber Entertainer-Faktor hast du immer, da würde ich mich gar nicht so klein halten. Also für mich bist du auch, ich würde sagen, du bist nicht der perfekte MC, du bist der perfekte Entertainer. Wenn ich jetzt was Deepes brauche und traurig bin, ist nicht so die Auswahl. Aber ich denke, wenn ich im Stripclub bin und der Champagner fließt, oder? Ja, es soll ja auch Spaß machen. Also das, was ich auf jeden Fall am meisten hasse, ist Langeweile und so. Also ja, was soll ich sagen? Also man entwickelt sich aber auch weiter. Ne? Also ja, im Endeffekt hat man sich ja weiterentwickelt. Und jetzt, ja, man wird halt besser. Und so, man weiß ja auch, das ist auch total wichtig, wie man seine Stimme einsetzen muss. Ich habe das ja gemerkt, weil ich habe nie gerappt. Und dann habe ich auf einmal probiert, so zu rappen, so... weißt du, so mit einer tiefen Stimme und so. Und ich habe gemerkt, so, das bin ich eigentlich gar nicht. Ja. Ich habe ja dann auch denn in der Stimme gerappt, ich schieß mit Laserkanonen und werde dich bedrohen. Du weißt du, so habe ich dann gerappt, so, was aber, wo ich dann denke, so, ey, es hört sich jetzt, die Leute denken, was ist denn, der muss auf jeden Fall hängen geblieben sein und so. Und das hat sich dann irgendwie alles komisch angehört. Und irgendwann weiß man ganz genau, wie man irgendwie die Stimme einsetzt, so. Also für Leute, mir die auch anfangen wollen, zu rappen jetzt, ne? Das ist ein langer Weg, das kenne ich es auch. Ist wirklich sehr Vor allem, wenn man Pionier ist wie wir, der was Eigenes machen wollen. Wenn du was übernimmst, genau, ist es ganz leicht, da schon eine bestimmte Qualität am Mann zu bringen. Ich denke, wenn man was Eigenes entwirft, wie wir bei Bassbox, muss man sich auch so finden und lange entwickeln. Genau. Das stimmt auf jeden Fall. Den letzten Track, glaube ich, wo wir beide drauf vertreten waren, waren Berliner Chaoten, oder? Mit Bastard? Stimmt, den finde ich übrigens sehr, 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 sehr geil. Du hast rasiert, Bro. Ja, also... Also wenn man mich vielleicht fragt, mein Lieblingsrap von Moneymark ist natürlich die Freiheit für Boogie. Muss ich sagen, als ich im Knast war, hat mein Freund Moneymark ein Lied für mich gemacht. Ja, ich kam dann irgendwann zu Hause an und nach Monaten hatte ich dann Internet auch und so. Dann stöber ich da mal rum, weil er ist ja bescheiden, er hat es mir nicht gesagt. Dann höre ich diesen Track. Oh, und ey, noch aus Teige bin ich zerschmolzen. So viel Bruderliebe, so viel Bruderliebe auf einen Track, Baby. Nee. Ja, nur für dich, der ganze Track. Ich habe den wirklich im alten Atzen-Studio wirklich alleine, ich hab den Beat alleine produziert, ich habe mich selber aufgenommen, den Text selber geschrieben, alles alleine gemacht. Und es war 7 Uhr morgens, es war schon hell draußen und bla. Man hört, du bist so sauer, ihr dacht, ich bin für immer weg, das ist voll niedlich, Alter. Ihr nee, da, ja, irgendwie, hatte man, keinen Waffenschein. Bei dir weiß man nicht immer, ja, bei dir weiß man nicht immer, was genau da jetzt abgegangen ist. Ne? Nee. Auf einmal bist du weg. Schon wieder im Knast, ja, ist ja nichts Neues, weißt du. Wie bei Jope. Diesmal muss es schlimm sein, weißt du, weil es ist ja jetzt schon das dritte Mal, ich bin der Richter, weißt du, also was ist denn da los? Ja. Verrückt. Nee. Freiheit für Boogie, ja, gibt's im Internet, habe ich vorhin geguckt, ja, auf jeden Fall. War auf so einer Art Compilation drauf, die ich mal rausgebracht habe. Dann kam, habe ich auf dem Schirm, Feier mit den Pleitegeiern, oder? So ein bisschen die Ära, wo war das? Das war Ghetto-Musik und so. Das ist auch wirklich ein sehr cooles Album, aber ich finde meine Parts, die ich da drauf jetzt habe und so, nicht cool. Also da sind manche Sachen ganz witzig wieder und so, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, also ich weiß nicht, ob du das kennst, so von Anfangszeiten vielleicht von dir, wo du denn deine Raps hörst und sagst so, ey Mann, Alter, nee, weißt du, wenn man, ich weiß nicht, ob das... Mir ging es voll lange so, Mann, ich weiß genau, was du meinst und die Perfektion, die man anstrebt. Ich habe irgendwann seit ein paar Jahren das erreicht, dass ich das realisieren kann, was ich genau machen kann, mag, also kann ich genau herstellen, also selber machen. Und aber der Fakt der Sache, ich blicke trotzdem aber stolz darauf zurück.
Ja, also es ist nicht so, dass ich sage, oh Gott, wie konnte ich das machen? Mhm. Auch gerade bei so Texten noch so 98 oder so, sage ich Sachen, die ich heute mich nicht distanzieren würde oder sagen, das ist überhaupt nicht mehr meine Meinung. Ja. So, aber ich finde cool, dass ich es gesagt habe und von der Perspektive war es damals real, weil es so war. Und ich finde, ich höre die alten Bassbox-Sachen und jeder kann sagen, ey, guck mal, heute bin ich besser, aber es für die Zeit war es einfach sowas Revolutionäres und ich blicke da ach, sehr gern zurück und stolz blickst du auch zurück, Bro, oder? Ja, absolut. Also ich schäme mich auch nicht für die Sachen oder ich bin distanziere mich auch nicht. Bro, du hast also, früher im Kellerloch gewohnt. Ja, klar. Schicken wieder. Alles ist, du hast alles richtig gemacht, Bro. Schloss, muss man sagen. Ich Schloss. Quatsch. Nein, also ich denke mal, das geht auch jedem so irgendwie. Man entwickelt sich ja auch weiter. Aber mir ist es halt ein spezieller Fall, weil ich ja nicht der typische jemand bin, der jetzt schon immer irgendwie rappen wollte und gerappt hat und so und nie, ich habe nie irgendwie auf einer Bühne mal gefreestylt und so, habe ich ja nie gemacht. Ich bin einfach dann selber irgendwie ins kalte Wasser gesprungen, wo Arzt dann auch gesagt hat, ey, wir machen jetzt mal zusammen ein Album und dann haben wir es einfach gemacht und es ist ja witzig geworden. Das hat sich aber auch richtig gut verkauft. Und du bist auch Opfer, ist mal jetzt ironisch, also hast die Bruderschaft vom Arzt genossen. Der hat uns ja alle immer sehr viel geholfen. Ja, das auf jeden und er hat auch, er hat mitgezogen, nicht, ihr habt euch beide hochgezogen, aber ihr wart auch ein starkes Team und war auch super, absolut, ihn an der Seite zu haben, wa? Na klar, also Arzt können wirklich viele Leute danken, das habe ich auch. Alles, sage ich immer wieder, ich will es gar nicht mehr sagen. Ja, deswegen irgendwann, das ja, nee, das glaube glaub ich nicht. Aber trotzdem, also es war aber immer so, dass eine Hand wäscht die andere und so, aber trotzdem, das war wirklich so, Arzt ist einer der, wirklich derjenigen, der das wirklich immer so konsequent durchgezogen hat und immer, wenn er seinen Kopf hat, er durchgezogen und hat nebenbei aber trotzdem noch dir geholfen immer. Oder auch anderen Gott sieht alles. Gott sieht alles, Karma. Ich trainiere jetzt mit ihm übrigens, hast du gehört. Ey, der hat beim Training alleine auch schon so eine Disziplin. Das ist verrückt. Der ist schon stärker als ich, unfassbar. Hätte das gedacht. Ja, alles, was er macht, zieht er gut durch. Ja, das stimmt. Dann sind wir gleich beim Thema, dann kam dieser Hype. Dann kam, ja, man darf auch sagen, Durchbruch. Alle Rapper, die man interviewt, sagen, wir sind die Nächsten, wir haben den Durchbruch, wir übernehmen. Ja. Aber ihr habt ja wirklich den Rahmen gesprengt. Wie war das? Es kam nicht ist nicht in der Nacht passiert. Es war ein langer Prozess, aber als ihr das natürlich dann erreicht habt, dieses Unmögliche, ja, von kleinen Independent-Künstlern zu weltweit gefeierten Rockstars, kann man schon sagen, zu expandieren, was war das für ein Gefühl? Wie lange ging das überhaupt, diese Touren? Ich habe manchmal gesehen, wir haben ja immer telefoniert, ich habe ja damals, war ich ja woanders, und ich habe mal gesehen, ihr hattet manchmal mehr Gigs als Jahre. Jahrestage, also Tage über 300. Abend sozusagen. Ja, genau. Also es gab so Zeiten, da haben wir wirklich ganz krass viele Gigs gehabt. Das war das fing an mit so unüberschaubar, dass man schon morgens aufgestanden ist. Es ging ja auch vielen Leuten, die viel unterwegs sind. So. Da gibt es ja ganz viele. Und da bist du morgens aufgestanden, wusstest nicht mehr, in welcher Stadt du bist. So, wo bin ich jetzt eigentlich und so. Und so Déjà-vu und so, dass man fast verrückt wird. Wie viele Gigs hattest du in deinem Leben mit? Ich weiß es nicht, das waren sehr viele. Also es war ja immer unter die Atzen und so und das waren unendlich viele. Ich müsste jetzt lügen, ich weiß es nicht. Also keine Ahnung, wie lange läuft das jetzt seit, also keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. Also pro Jahr, sagen wir mal, im Schnitt 250 Gigs. Mal weniger, mal auch mehr, gerade am Anfang 2009, 2010, 2011 war mega Hochzeit natürlich, 2012 war auch noch geil, 13 und dann wurde es natürlich ein bisschen weniger, aber es war unendlich viel und wir haben ja überall gespielt auf Techno-Festivals, auf Hip-Hop, beim Splash waren wir auch gewesen, überall, also bei ganz großen Sachen, Schlagersachen und so weiter, überall, wirklich, Techno-Sachen und so, es war verrückt. Wie kannst du es erklären, dass das so verdammt gut ankam? Ich glaube einfach, dass wir da, dass Arzt und ich da eine Nische gefunden haben und das war auch nicht erzwungen halt, das haben wir auch in ganz vielen Interviews gesagt, dass das Ding halt einfach da eine Nische gefunden wurde, was alle irgendwie gefeiert haben. Es war ein moderner, neuer Sound mit coolen Raps und die Raps waren auch so, die haben uns die Raps, also die Leute haben uns das abgenommen. Ihr habt es gelebt, es war voll authentisch. Genau, weil irgendwann, ich weiß es nicht mehr, wir haben das auch ganz oft in Interviews gesagt, dass wir gesagt haben, ey, dieses Indizierungsding und so, das ist
so ein Upturn. Gerade bei Arz war es ja richtig schlimm. Die haben sein Leben gefickt, die Bastarde. Ja, natürlich. Das, die BPJM hat wirklich sogar dann mir, es gab eine Hausdurchsuchung, die gab es wirklich, die war bei Orgi, bei Bushido, bei Arzt und bei mir. Das war ein Tag morgens. Aber da, ich bin dann bei meinen Eltern gemeldet, damals gewesen, und ich habe am Keller gewohnt. Und mein Vater ruft mich dann an, ja, hier war gerade eine Hausdurchsuchung. Die haben ja alles durchwühlt und CDs mitgenommen und so. Ja, gut, es passiert und so. Das war genau, also es war auch schon Ewigkeiten her. Keine Ahnung, bestimmt 10 Jahre oder was, keine Ahnung. Aber, Frag dich aber gerade mal was. Wie siehst du das, Jugendschutz und so? Wie sollte man es handeln? Was wäre eine faire Lösung für jugendgefährdende Texte? Ich glaube, dass... Ja, das hat, gerade Arzt hat es ja, also Agro Berlin hat es damals probiert und Arzt hat es auch ganz oft gesagt. Und ich bin auch der Meinung und habe das auch schon ein paar Mal gesagt, dass man einfach so ein Siegel machen sollte. Irgendwie so von wegen hier, Texte sind ab 18. Vorsicht, Texte ab 18. Wie bei Videos, wie bei DVDs. Wie bei Horrorvideos oder sonst irgendwas, weißt du. Du kannst ja auch zum Mediamarkt gehen und so und dir die schlimmsten japanischen Horrorfilme holen, weißt du. Und die stehen auch in Augenhöhe, weißt du, meine Schwester hat eine Tochter, die, weißt du, mit der gehe ich auch manchmal zum Mediamarkt und da stehen wirklich auf Augenhöhe teilweise dann Filme, wo ich dann denke, so, alter Schwede, weißt du. Guck, RTL 2 ohne Worte, ist Doppelmoral, Doppelmoral. 18, aber trotzdem können die Kinder da langlaufen und sehen dann die Covers, wo dann aufgetrennte Köpfe auf dem Cover unfassbar, sind. So. Doppelmoral. Weißt du, und dann, ja, ein Doppelmoral und dann dürfen halt irgendwie, darf Musik nicht verkauft werden, die halt dann Texte beinhaltet, was die Jugendlichen, die das kaufen, sowieso schon längst benutzen. Voll. Aber das ist ja legitim mittlerweile geworden. Ja. Und weißt du, ich habe einen großen Fan, mein Sohn hört Atzenmusik. Weil die Babymama schimpft mal, wenn er mit Schimpfausdrücken hört, und dann mache ich mal Atzenmusik. Er hat der Schente letztens angerufen, ihn voll gerappt. Hey, das geht ab und so. Das hast du bei mir auch gemacht. Halt bei euch auch gemacht. Hast du auch gemacht? Nee. Ja, ja, das Bro, ist halt cool. Bist du gesagt, wir haben ja im Endeffekt die Sachen, die wir jetzt, wir haben ja jetzt nicht mit Absicht, also das jetzt nochmal auf die Atzen darauf zurückzukommen, wir haben das nicht gemacht jetzt, um jetzt voll viel Geld zu verdienen und so oder sonst irgendwas. Wir haben ja gar nicht gewusst, wo die Reise hingegangen, also wäre damals. Und wer eure Musik kennt, das ging schon immer in die Richtung. Es wurde ein bisschen professioneller inszeniert, aber ansonsten war es ja schon immer voll die Richtung. Genau. Und ja, genau. Du, wir leben in Upstrom City, Night City oder Welt, die ist auch von Night. Bist du auf viel Night und Hater gestoßen? Als man konnte es ja, ehrlich gesagt, das war bei mir ein bisschen so ähnlich, diesen Willkommen Upstrom City Hype und Gold Hype da bei Agro und so. Mhm. War ja dann, dass die Leute gesehen haben, man muss ja ein bisschen Cash verdienen mit Musik. Bei euch, wo konnte man sich das auch ausrechnen? Gab es viele, die gestresst haben oder Leute, mit denen du mal vor 100 Jahren Bier getrunken hast, die dann ankamen? Wo ich viele auch, man muss ja auch ehrlich sagen, ja, viele, die in eure Position kamen, holen sich dann immer Leute als Rücken, dass sie ganz Ruhe haben. Ihr seid ja immer alleine gewesen. Ja. Ihr habt eigentlich fast nur auf positive Resonanz seid ihr gestoßen, ne? Ja, absolut. Also natürlich gibt es dann Leute, die uns dann wirklich nur jetzt auch im Fernsehen sehen, ja. Damals die alten Aufnahmen, jetzt wo auch Das geht ab und Disco Pogo und Strobopop raus, also Strobopop war schon ein bisschen wieder dann cooler, aber da haben wir ja teilweise Interviews gegeben mit unseren bunten Lametta-Filmen und sonst irgendwas und die Leute kannten uns ja nicht wirklich, wo wir wirklich herkommen, weißt du, die kannten die ganzen Hintergrund nicht und haben dann einfach gesagt, was sind das für Clowns. Aber ich glaube, das war ein ganz minimaler Prozentsatz, der irgendwie vielleicht neidisch war oder sagt hat, was ist das für Idioten. Der größte Teil hat es gefeiert. Die haben das auch verstanden und haben gesagt, ey, das ist doch witzig. Warum so viele haben sich gefreut bei uns. Ja, ey, ist doch cool, weißt du. Einfach mal die Szene richtig ficken oder gefickt. Ja, klar. Ja, ist doch cool. Nee, macht Spaß. Wie gesagt, die Sache ist ja auch noch nicht tot. Also, jetzt macht jeder so ein bisschen seinen Weg. Arzt macht sein. Hat wieder gefickt, mein Mutterficker hat da richtig rasiert auch wieder. Absolut. Also, ist ja auch Top 10 gegangen. Mega erfolgreich. Ich war ja auch beim Live-Konzert in Berlin gewesen. Es war auch mega killer. Der Sound ist super krass. Also, wirklich, gönne ich ihm vom ganzen Herzen. Und jetzt beginnt ja auch seine Tour im Dezember. Müsste auf jeden Fall hingehen. Und ja, und ich arbeite jetzt gerade an meinem Solo-Album. Wollte ich gerade sagen, Bro, ich weiß es, die Fans wissen es noch nicht. Ja. Du arbeitest am Solo, möchtest auch, genau. So habe ich rausgehört. Erstes Quartal, vielleicht Frühjahr releasen, genau. Sommer. Ja, so, ja, ich versuche jetzt, also ich bin so gut wie fertig mit dem Album.
wollte eigentlich auch noch kein Interview machen, aber weil du so lieb gefragt hast. Danke, Bro, danke, ich hab dich genervt. Quatsch. Ich finde es ja auch cool, man kann ja vorab den Leuten mal ein bisschen Informationen geben, weißt du, gerade bei TV Straßensound, weil das Format auch cool ist und so habe ich gedacht, so, ey, gut, da kann man da echt mal einfach mal sagen, damit die Leute auch ein bisschen Input kriegen, weil die wissen ja gar nicht, macht der jetzt überhaupt noch was, gibt's da jetzt irgendwas, wie weit ist der und so. Bei mir ist es so, ich bin so gut wie fertig, also ich bin mit dem Hauptalbum zu 80% fertig, das habe ich vor 2 Monaten getwittert, aber jetzt ist es wirklich so, dass ich zu 80% mit dem Hauptalbum fertig bin. Ich mache jetzt das Hauptalbum fertig. Es wird gerade gemixt. Und jetzt mache ich noch eine Bonus-CD. Und was erwartest du auf der Bonus-CD? Was ist eine Bonus-CD? Das kann ja alles sein. Du, ich habe gerade erst angefangen. Ich habe jetzt 3 Songs aufgenommen. Die habe ich auch wieder solo gemacht und so. Aber jetzt kümmere ich mich gerade ein bisschen um Features und probiere das halt so ein bisschen interessant zu gestalten, dass die Leute auch sagen, so wow, das muss man sich echt mal reinziehen. Darf ich schon ein Feature sagen, was ich weiß, oder soll es noch keiner wissen? Nee, erzähl. Dann weiß ich das noch nicht. Nee, das, lass die Leute mal sollen überrascht sein. Also, deswegen habe ich ja also diesen Nacken, Money Mark. 2 bis 3 Features stehen auf jeden Fall schon komplett fest. Boogie weiß ja, wer es ist. Ich weiß nicht, Und das wird auf jeden Fall mega, mega witzig. Ich bin mal gespannt, was die Leute sagen, weil das irgendwie passt es. Irgendwie passt es nicht zusammen, aber irgendwie wird der Track trotzdem sehr krass. Weil der hat ja schon einen Titel, der ist schon zur Hälfte komplett aufgenommen, da muss noch ein bisschen dran gefummelt werden und so ist noch wirklich eine ganze Menge Arbeit, was ich da machen muss und so. Es kann sich jetzt echt noch so 1, 2, ich weiß nicht, wann das Interview ungefähr rauskommt. Die nächsten Tage. Die nächsten Tage ungefähr so, Pi mal Daumen, ja. Gut, also wenn das Interview, ja gut, whatever. Wir werden dich auch gerne nochmal, wenn du fertig bist mit dem Release, nochmal einladen. Genau, also ich würde gerne nochmal mit euch dann ein Interview machen, so einen zweiten Teil vielleicht, weißt du, und dann mit noch mehr Informationen und so zum Album und so weiter, auch videotechnisch, was da alles passiert und so. Da bin ich gerade halt am gucken und so, wie man das irgendwie, mit wem ich das jetzt mache und so. Ja, ist ja auch alles immer eine Geldsache, weil ich habe ja jetzt, das läuft ja jetzt nicht über einen großen Major oder sowas. Ich mache jetzt erstmal das Album, das läuft alles auf meine Kappe und so und das Geld gebe ich jetzt erstmal privat so ausmäßig. So. Ich habe da jetzt keinen Vorschuss oder sowas am Start gerade. Genau, wir fanden nur interessant von der Historik, die ganzen alten Sachen mal ein bisschen darüber quatschen. Und genau. Ja. Also das sollten die Leute sich auch wirklich mal reinziehen. Also es gibt echt ein paar alte Sachen auf YouTube von Berlin Crime und auch Bassbox und so. Das ist wirklich, eigentlich, das gehört mit zur deutschen Hip-Hop-Historie, würde ich fast sagen, wenn man das so sagen kann. Eigentlich schon. Ist es so, ja. Gerade im Berliner Rap und so, das was jetzt auch Bassbox angeht, weil ich will jetzt keine Aufzählung machen, weil ich ihn wieder jemanden vergesse und so, aber alle Beteiligten und so haben eine ganze Menge dazu beigetragen, weißt du, gerade im Berliner Rap und so, ich glaube, die Sache wurde da so nochmal irgendwie in die Mangel genommen, auch dieses ganze Rap-Ding und so, dass Tabus brechen. Die Leute sind aufgewacht alle, weißt du, und dann wurden alle irgendwie, alle haben es ja gefeiert und so, und ich weiß es ja auch von anderen bekannten Rappern, dass die auch die Bassbox-Sachen damals gefeiert haben. Auch besonders Arzt, Mach, Dich, alle, weißt du, so alle von Bassbox, dieses ganze Ding haben die gefeiert und so. Wir hatten halt leider das Pech gehabt, dass die ganze Scheiße damals so schnell indiziert wurde auch, weißt du. Und heutzutage kannst du halt dann ein Album rausbringen, egal, weißt du, mit Texten, mit den härtesten Texten passiert gar nichts. Damals hättest du das gar nicht machen können. Wir haben es salonfähig gemacht, aber wir waren die Pioniere, wir mussten bluten. Ja, von mir sind ja auch 2 Alben sind initiiert oder 3, ich weiß es gar nicht. Also auf jeden Fall Verbrechen lohnt sich und was noch? Hip-Hop ist tot ist initiiert und ich glaube noch eins, ich weiß es aber nicht genau. Da kriegst man dann echt schöne Briefe, schön Bürokratie. So. Es ist ätzend, aber... Hast du extra einen Anwalt dafür? Nee, Quatsch. Ich hab dann sind sie halt initiiert, was willst du denn machen, weißt du? Legal. Das kostet ja auch alles wieder Geld, weißt du? Du musst dann halt wieder den Anwalt sagen, ja, bla, und dagegen kannst du auch nicht ankämpfen. Wenn es initiiert ist, ist es initiiert. Also so denke ich jetzt erstmal. Man kann dagegen bestimmt was machen, aber naja. Ich hatte noch eine Frage und die weiß ich echt nicht. Du warst so vielseitig. Du hast Hardcore-Scheiß gemacht, diesen Berlin-Straßenweb-Scheiß, du hast diesen Atzen-Mallorca-Party-Scheiß gemacht, Battle-Scheiß. Wie kann man sich den Sound von deinem neuen Album vorstellen?
Weil guck mal, die sagen, es ist der typische Money Mark Sound. Ja. Ich kenne keinen typischen Money Mark Sound. Das ist deswegen. Schieß mal los, erzähl mal. Es gibt, also mein Album kann man sich eigentlich in dem Sinne gar nicht vorstellen. Ich habe ja deswegen auch überlegt, so ist es überhaupt für die Hip-Hop-Community, gerade für die ganzen, sage ich jetzt mal auch, die ganzen Hater und Stresser, die gleich schreiben, oh Gott und so, das weißt du, bla und hin und her. Ich wüsste gar nicht, in welche Schublade, ob ich das jetzt mehr so in diese Techno-Rap Hip-Hop oder so. Ich glaube, da ist irgendwie ein bisschen alles drin. Ich kann es selber nicht einschätzen, aber da sind schon ja, welche Richtung. Wenn du das in ein Regal, ich habe letztens den letzten Kollegen gefragt, ein Regal reinstellen müsstest, wo würdest du es reinstellen? Das Regal gibt's glaube ich nicht. Das müsst ihr neu bauen oder so. Diverse. Ich weiß es nicht. Ja, diverse wahrscheinlich. Nee, ich glaube schon, dass sie es bei Hip-Hop reinstellen. Auf jeden Fall. Es ist halt sehr experimentell, aber es ist, ich glaube, sehr unterhaltsam. Also, ich hatte ja immer so, ich glaube, in der Sache bin ich so ein bisschen ein Freak, dass ich sage so, ja, guck mal, im Endeffekt, was ist man denn gewesen früher? Randalierer, Sprüher, weißt du, man hat Action gemacht und so. Ich war ja jetzt auch nicht, ich habe ja jetzt nie Drogen vertickt oder sonst irgendwas. Ich war halt einfach ein Typ, der hat halt gesprüht und Action gemacht und, weißt du, wir haben halt viel, du weißt ja selber, wir haben ja so viel erlebt, weißt du. Und ich würde sagen, die Leute sollen sich einfach mal überraschen lassen. Also beim nächsten Interview werde ich dann auch mal ein paar Songs anteasen und dann gibt es auch mehr Informationen auch übers Cover und über Videos und sonst was und so. Dann würde ich sagen, müsst ihr auf jeden Fall nochmal reinschalten. Dann mache ich das aber auf jeden Fall 100% mit MC Boogie. Cool, dann cool, ich freue mich. Die ersten Interviews, also die ersten Infos dann zu meinem Album wird es dann Boogie geben bei TV Straßensound und dann wisst ihr Bescheid, in welche Richtung das geht und dann könnt ihr Spaß haben mit dem Album. Spaß auf jeden Fall. Ich weiß noch eine, das wollte ich vorhin schon erzählen und so, das fand ich so witzig, vielleicht ist es jetzt auch ein bisschen, ist vielleicht als Situationskomik, aber da waren wir auch mal auf einer Hip-Hop-Jam oder sind hingefahren mit der S-Bahn. Und dann, ich weiß gar nicht, ob ich es erzählen darf. Erzähl. Ja, ist egal. Sag nie. Es hat was mit dir zu tun. Oh, okay, erzähl. Erzähl. Es gibt eigentlich zwei Sachen. Das ist beides so, vom Style her, das ist ähnlich. Ich erzähl erstmal. Schieß los, bevor ich durch einen anderen erfahre. Du weißt es doch selber. Ja. Das war so lustig. Wo wir, da sind wir im Zug gefahren. Auf dem Weg zur Jam und dann alle sind natürlich schwarz gefahren, wo diese dicke Kontrolleurin kam. Ich rufe jetzt den Bundesgrenzschutz an. Oh nein, da bist du so, oh nein, Hilfe. Und dann hat sie dich ja gejagt, weißt du, und sie rennt so, komm her und so, nein, nein, Hilfe. Und dann haben sich wirklich 6 Mal auf der Toilette eingesperrt und dann an der nächsten Station standen wirklich Bundesgrenzschutz, aber die haben irgendwie nichts gemacht oder so, ne? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall mega lustig. Also wir haben damals so krasse Zeiten erlebt. Oder bei in Berlin bei Nimm's mit, 40 Arzen rein, das war wie im Selbstbedienungsladen. Mit was war Nimm's mit? Nimm's mit war so ein kleiner, so ein Einkaufsladen. Achso, wir haben viel geklaut. Ja, das war eigentlich das immer. War Standard. Weißt du, das Standard. Und das Süßigkeiten hatten wir immer an Automaten rütteln am S-Bahnhof. Dann kommen die Süßigkeiten raus. Wir hatten manche Arzt, die waren so verfressen. Ja, haben sich rangehangiert. Das war so witzig, Alter. Hey. Oder wenn du einmal, hast du gute Laune gehabt, waren so eine Riesentruppe, ich glaube 30, 40 Mann und so. Und da war so ein Mädel, die hat voll rumgezickt, irgendwie von, jetzt geht ja mal leiser sein und so. Und du gehst so hin, die läuft dann so weiter, wackelt mit ihrem Arsch und du rennst hin und nimmst richtig Anlauf und haust dir auf den Arsch. Hast richtig geknallt. So, rennt dir hinterher und du springst auch über die geparkten Autos und hüpfst rum, nein, Hilfe. Das war so witzig, was du da hin. Oder immer schwimmen im Sommer war cool, immer Nachtschwimmen war immer lustig. Das war so krass. Da haben wir uns immer getroffen. Ja, immer rübergeklettert. Arzt, du, ich, war niemand dabei. Ey, lass keinen Namen, wenn die nicht dabei sind. Die sind dann sauer, wenn wir so Sachen erzählen. Stimmt, wir sagen mal keine Namen. Auf jeden Fall, also wir Arzt. Wir snitchen, heute snitchen wir. Der war dabei und der war dabei. Das Lustige ist, immer, also es war ja schon auch Standard, über den Zaun klettern, nachts schwimmen gehen im Schwimmbad. Dann sind wir da schwimmen gegangen. Ganz normal, irgendwann vom Dreier gesprungen, Bomben gemacht und so. Und da hat ja ein Atze gechillt. Ja. Drin, da hat er da gepennt in seinem Häuschen da irgendwie.
Und dann, das war mega witzig, wo dann die Bullen gekommen sind mit Taschenlampen. Ja, in 5 Minuten kommen die Hunde. Und du sagst so, ja, Moment. Und du hast weitergeschoben. Und dann, ja, was ist denn jetzt? Die Bullen machen schon voll Action so. Und dann hast du doch dich doch geduscht und so. Mit Shampoo. Und so. Was ist denn hier los? Deutschlands glücklichste Sozialfälle. Und dann hast du dir, ey, komm mal, ey, ganz ehrlich und so, ihr wisst doch ganz genau, wir wollten uns nur erfrischen und so. Ey, ich hab so viel Sachen. Warnung davon. So viele lustige Sachen im Kopf. Ist ein bisschen situationskomisch, für die Leute vielleicht nicht so witzig, aber es ist schon krass witzig, wenn man dann, wenn die Bullen da rumbrüllen und so und dann man da noch rumschon, der noch eine Bahn. Einmal haben die mich, weißt du, wo sie mich verhaftet haben, wo Chente gerufen hat, wir sind mehr, wir holen Boogie da raus, da haben wir alle Gefangene befragt, da hat der ganze Bezirk gebrannt. Ich weiß nicht, wo doch, er, Mitte, die Tanzschule-Sache, ja, unfassbar, unfassbar, hat alles gebrannt. Ey Manni, wie siehst du dich in 10 Jahren, Bro? In 10 Jahren? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich müsste mal überlegen. Ey, also ich weiß auf jeden Fall eine Sache. Ich werde irgendwas... wir chillen immer noch, wa? Ey, wir chillen auf jeden Fall. Das hundertprozentig. Aber ich werde auf jeden Fall in meinem Leben nie wieder... Weil ich war jahrelang Kellner und ich werde nie wieder Kellnern, weil das so ein scheiß undankbarer Job ist. Du bist ist bei LMK, so. Nie mehr Kellner. Die Zukunft. Nee, ich war in der Gastronomie, das war nicht cool. Das war auf jeden Fall sehr anstrengend und sehr undankbar und so, aber Respekt davor für die Menschen, die das machen, weil es macht halt einfach keinen Spaß. Ne? Nee, ich werde, keine Ahnung, in 10 Jahren, ich denke mal, ich werde immer noch vielleicht hier sitzen, sehe wahrscheinlich noch verpeilter. Und noch besser. Noch besser aus, ja, noch besser und... ich habe keine Ahnung, Alter, ich weiß es nicht. Wo siehst du dich denn in 10 Jahren? Was hast du denn dir, wenn ich jetzt mal gegenfrage? Machst du cool Rest in Peace Track? Ich rauche so viel, Quatsch. Ja. Nee, ich hoffe, ich bin gesund, ich bleibe gesund. Ich hoffe, mein Kind entwickelt sich gut, ist gesund. Allen Leuten, die ich liebe, geht's gut. Und denen, ja, und weiter Musik machen. BEC, wa? Den Lifestyle im Leben halt. Guck mal, Ice-T macht das doch heute auch noch. Voll, voll. Man darf nur nicht so viel Drogen sich reinpfeifen, habe ich gemerkt. Na, natürlich nicht. Cool G-Rap. Cool G-Rap. Können wir jetzt bis morgen Cool Keys. Machen. Voll, und so, voll. Ist Tim Dog eigentlich jetzt tot, ey, oder nicht? Ist Tim Dog tot? Ich habe gehört, er ist wirklich tot. Er hat ja 8 Heiraten vorgeschwindelt, hat mal Heiratsbetrüger. Das ist schon wieder Das ist schon gehasselt. Lass ihn mal hasseln. Silly Bitch. Nee, der hat seinen Tod vorgetäuscht, so Rapper, den Marc und ich feiern. Ja, aber ist der jetzt, ist Tim Dog wirklich jetzt tot oder nicht? Es sind, ey, das googelt so einmal, da sind 10 Todesberichte. Können die Leute das mal irgendwie rausfinden und googeln, weil da gibt es ja ein paar richtigen Internet-Nerds, die das vielleicht wirklich gute Quellen haben. Könnt ihr mal, wenn ihr Infos habt, ob Tim Dog tot ist oder nicht, schreibt Money Mark bei Facebook. Ja, oder MC Boogie. Oder mir, ja. Und Mike Tyson ist Gott sei Dank nicht tot, da gab es letztens auch einen blöden Todesbericht. Nee, war ein Fake, ja, habe ich mich erschrocken. Aber das würde mich interessieren auf jeden Fall. Aber guck mal, Ice-T rappt noch, die sind ja alle noch aktiv und so. Voll, wir haben auch Glück, guck mal, Bro, wir arbeiten mit den Gehirn und ein bisschen mit der Energie. Ja, und das ist nicht wie Sport, dass du mit 35 die Jungen dich überholen wegen Testosteron. Das ist ja, ich finde Ice-T seinen Raps, der ist über 50, die sind noch Bombe. Cool G-Rap über 50. Absolut. Wenn du es vom Herzen machst und nicht so ein Sexobjekt bist, kannst du es dein Leben lang machen. Genau, also auf jeden Fall... du wirst doch auch immer Musik machen, du bist so leidenschaftlicher Musiker. Ja, auf jeden Fall, nee, mir macht das auch mega Spaß, auf jeden Fall. Also es ist halt immer so, man muss halt immer kreativ sein. Ich finde es auch gut, aber wenn man, sobald man kreativ ist und so, kommen immer gute Sachen raus. Man muss immer mit Leidenschaft und Herzen dabei sein. Hört sich ein bisschen bescheuert an, aber... Und mit Liebe, so. Macht immer das, was weißt ihr liebt, macht immer das, was ihr liebt, da kommt auch irgendwas zurück. Ja, auf jeden Fall, also nicht falsch sein, also keine Ratte sein und so und... dann läuft das alles wie geschmiert, fast. Cool. Ja, auf jeden Fall. Ansonsten, wer Scheiße baut, kriegt Ärger. Ja. Hey Manni, danke, Alter. Aber nicht mit mir. Doch, mit mir auch, auf jeden Fall. Also ich bin dann hier, ne? Das war mein Homie Manni Mark für TV Straßensound mit Boogie den Herzenkeeper. Peace. Achso, warte mal. Läuft das noch? Die Kamera laufen ja noch, ne? Okay. Das können wir noch weiterlaufen lassen. Auf jeden Fall, du hast kein Twitter eigentlich, ne? Nein. Warum? Ja. Weil ich nicht weiß, wie es geht. Es ist voll einfach. Also MC Boogie hat demnächst Twitter und mein Twitter ist @atzemoneymark und bei Facebook heiße ich Moneymark. Die Fresse kennt ihr. Was habe ich noch? Instagram auch Moneymark. Ansonsten MC Boogie, mein Bro. Moneymark, mein Bro. Machst du Faxen, gibt's Klatschen. Patsch, patsch, patsch. Klatscht aber kein Beifall. Klatscht aber kein Beifall. Und viele Grüße an alle auf jeden Fall. An vielen alle. Dank. Burn ciao, ciao. Peace. Yo, was geht?
willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu TV aus Straßensound, heute mit Money Mark. Wir haben gerade das große Interview gesehen mit MC Boogie, jetzt sitzen wir in einem sehr, sehr besonderen Auto und machen die Fanfang. Erstmal, was ist das für ein Auto? Jeder, der Zurück in Zukunft gesehen hat, sollte den kennen. Das ist ein DeLorean, DMC-12, wurde in den 80ern produziert und berühmt geworden aus Zurück in die Zukunft 1, 2 und 3. Und zu meinem Erstaunen hat es wirklich den Almanach drin. Genau, der Almanach. Was hat das mit dem auf sich? Das ist total...